Ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. So, auf ins Getümmel. Wir hatten letztens die letzte Werkstatt abgeschlossen, glaube ich. Da fehlen jetzt bloß noch ein paar Auflieger. Ha, Level 34, yes. Ah, noch zwei Level. Level 34 hat man gerade angefangen, ne? Das war ja noch ganz weit am Anfang, soweit ich weiß. Sieht man es ja genau irgendwo? Fähigkeiten, Karriere. Ja, genau hier, ganz weit am Anfang. Müssen wir also noch zwei volle Level machen. Ja. Okidoki. So. Werkstatt, Garagen, wo ist der Manager? Da. So. Das ist. Was ist das für eine Werkstatt? Warum sind das für Auflieger? Das hier ist unsere. Ja, ganz klarer Fall. Auflieger, Auflieger. Achso, das waren ja diese beiden langen Auflieger, ne? Die bei unseren hinten nicht reingepasst haben. Na, genau. Das sind die, die wir hier haben bei uns. Wobei es ja auch ein relativ langer Auflieger ist, aber halt kein super langer. So. Und dann haben wir hier noch den ersten für die neue Werkstatt. Und da müssen wir noch ein paar kaufen. Die Frage ist, wie teuer ist so ein Auflieger? Aufliegerhändler. Meine Flotte. Bam. 170.000. Wenn also 680, naja, eher 700.000. 700.000 für die für Auflieger. Heilige Scheiße. Gut, das machen wir in einer halben Woche, sehe ich gerade. Nice. So. Bei den LKWs wollte ich mal reinschauen, wie es jetzt hier mit diesem komischen Zustand, genau. Aber Zustand ist überall 5 Sterne. Oh, geht ja eigentlich ganz gut. Letzte unsere bis 5 Sterne. Let's go. So, die letzten vier, die wir gekauft haben, waren alles diese Dreiachser. Also, die hinten drei Achsen. Vier Achser. Whatever. Genau. So, na, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, was wir streckenmäßig hier haben. Frachtmarkt. Wir wollten ja hier unten dann Richtung mal hier unten langfahren, ne? So bis an der Küste. Frage ist, da gibt es wahrscheinlich kaum Missionen in die Richtung. Hatten wir letztens schon geguckt gehabt. Ich meine, wir könnten natürlich auch ein Stück hochfahren und dann hier wieder runter zu fahren. I don't know. Wahrscheinlich sinnvoller. 11.000. Haben wieder so eine richtig lange Mission, wäre mal wieder geil. Na, 2000 Meilen immerhin. Aber wie gesagt, eigentlich wollte ich ja runter, nicht hoch. Da geht's. Gibt's denn hier irgendwas nach Texas? Texas. Ja. Das sieht doch gut aus. Auch 2000 Meilen. Let's go. Da würde ich mal sagen, nehmen wir genau die Strecke. Als Navi-Ziel einstellen. 13 Stunden haben wir. Ich hoffe, wir sind ausgeschlafen und so. I don't know. Werden wir gleich sehen. So. Da komm, mache er hin. Mal Lautstärke gucken. Ist noch ganz niedrig reingestellt hier. So. Okidoki. Ja, wir sind ausgeschlafen, wir haben getankt. Rising. Sehr gut. Wir stehen hier auch mitten. Ja, sehr gut geparkt. Let's go. So. Wo lang? Kann ich da lang? Ne, da sieht ganz schön zu aus. Ah, aber okay, da kann ich lang. Gut. Dann wollen wir mal. Okay, da ist zu.
Warum ist hier zu? Komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? What the fuck, wo bin ich denn hier? Also da vorne ist eine Straße. Wie bin ich hierher gekommen? What the fuck? Ah. Wir laufen mal ein bisschen rum. Leider kann ich hier leider keine Leute fragen. Nein, ist alles geschlossen. Das hier sieht mir aus wie ein Ausgang. Ne. Ist bloß nicht. Hä? Kann ja nicht alles Parktasche sein ohne Ausgang. Wollt mich verarschen? Moment, ich mag jetzt hier lang. Ne, hier geht's auch nur im Kreis. Gut, dann lass mal kurz meine Drohne steigen. So, wo geht's hier raus? Manchmal geht's hier raus? Nee. Ah, doch, da. Ah, hier ist der. Das ist der Eingang und hier ist der Ausgang. Aha. Gut, dann fliegen wir mal kurz mit der Drohne zurück. So, let's go. Gut. Das ist ja sehr interessant. So. Hier können wir gut wenden. Let's go. Da vorne vorher die Ausfahrt, ne? Ja, genau. Was? Wo denn? Okay. Reroute. So, bevor wir losfahren, hier ein bisschen Mucke machen, ja? Also, bevor wir richtig losfahren. So, da vorne geht's wieder auf die Highway. Left.
Was ist das hier für ein Gelände, sag mal? Ist das so ein Bürokomplex? Dings? Mal schauen. Gerade grün geworden. Sehr nice. Alles ist grün. Schnell! Was ist das für ein Symbol? Achso, ist im Kopf. Ja, so ein Löwe oder irgendwie sowas darstellen. Weil ich dachte erst so aus der Richtung, also aus wie so ein Funkturm. Also wie irgendeine Art Turm-Dings. Ja, wenn man da so die Ohren als so Pfosten betrachtet. Hätte das halt... Ah, egal. Und ich weiß, dass es nicht wirklich so aussah, aber genau deswegen war ich auch verwundert. Ah, ist er wieder. Was ist das hier für ein Gebiet, sag mal? Komische Symbole hier. Sind wir hier bei irgendeiner Sekte gelandet? Gibt's hier Sekt? Bitte? So, da fahren wir mal hin. So, Frachtmarkt. Let's go. Ganze 2000 Meilen. Dafür 100.000, ne? Gut, ist jetzt nicht so viel. Das verdienen mittlerweile unsere Kollegen innerhalb von, ja, weiß nicht, einem Tag oder so.
So, wir müssen uns, wie es aussieht, nach da ganz hinten. Wie kommen wir denn da hin? Oh, noch rückwärts reinfahren. Supidupi. Okay, das wird ein Spaß. Vor allem, wenn hier so viele Auflieger sind. Ja, leck mich am Arsch. Oh. Gut, meine Front ist etwas länger als ich dachte. Entschuldigung. Für die Kamera. Hi. So, jetzt noch schon gerade 10, haben wir es doch geschafft. Easy. Nichts leichter als das hier. Oh, okay, der Flieger ist ein bisschen weit rechts. Let's go. Und schon ist wieder 10 Uhr. So. 35 Stunden haben wir. Erstmal gucken hier. Wow. Fast 50 Stunden plus. Das ist schon mal nicht schlecht. Gut, gut, gut. Let's go. Hey, halt. Wie soll ich den Motor abschalten? An hier. Warum muss die E-Taste immer so nah an der W-Taste sein? Das ist so kacke. Hey, wo kommt der jetzt gerade her? The fuck? Der ist doch gerade gespawnt, oder? Voila, bibibi. Magier. Aber ich war schon grün hier. Vor allem das Witzige ist ja auch, das erste Gesicht, du wirst gerade rüberfahren. Hey, hallo, hallo, hey, hey, hallo, hallo, hey. Das erste Gesicht, wo wir rüberfahren, ist die ganz normale Kreuzung oder T-Stück hier. Und das zweite Gesicht, das ist aber als Kreisverkehr ausgewiesen hier. Obwohl beides eigentlich 1 zu 1 gleich ist. Ne? Das Ding da sieht genauso aus wie das da vorne. Trotzdem ist da vorne Kreisverkehr und das hinten nicht. Ein bisschen dumm. Exit now.
left and then turn left. Turn left. Davon nimmt schon wieder jemand Geister. Lol. Oh, ein Eiswagen. Was da hinten? Oh, schöne Tatra. Siehst du, wie viel Gewicht haben wir eigentlich geladen? Gute 18, 20 Tonnen. Ey. Machen wir hier nicht nervös. Get ready to turn right. Right.
dann würde ich mal sagen, an der Stelle bis zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns denn dann bald mal wieder.